Die dialektisch-behaviorale Therapie war ursprünglich eine Antwort auf die Hilflosigkeit psychiatrischer, psychoanalytischer und verhaltenstherapeutischer Standardtherapien im Umgang mit chronisch-suizidalen Patientinnen und Patienten. Marsha Linehan hatte aufgrund ihrer eigenen Borderline-Symptomatik über 2 Jahre als Schizophrenie-Patientin eingeordnet, in einer Psychiatrie verbracht und lebt somit im Grenzland zwischen eigener Betroffenheit und psychologischer Fürsorge für andere. Die DBT versteht sich als Erweiterung der klassischen BT, also behavioralen Therapie, um den dialektischen Aspekt. Linehan lobt die hervorragende Leistung der Verhaltenstherapie, eine Technologie der Veränderung herausgearbeitet zu haben. Diese wird in der DBT mit einer Technologie der Akzeptanz komplementär abgerundet. Ein zentraler Bestandteil des Borderline-Störungsmodells, also der Erklärung, warum manche Menschen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickeln und andere nicht, ist das, was die DBT Invalidierung nennt. Invalidierung meint ein Ungültigmachen des Erlebens eines Menschen. Wenn ich mir als Kind beispielsweise das Schienbein stoße und weine und dann kommt mein Vater und sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, dann habe ich als Kind wahrscheinlich noch nicht die Fähigkeit, mir zu denken, du blöder Arsch, mein Bein tut weh wie Hölle und es ist normal, vor Schmerz zu weinen, also hau ab, wenn du nichts Konstruktives beizutragen hast, sondern ich muss das Problem, dass ich Schmerz nicht zeigen darf, obwohl ich ihn ganz klar spüre, irgendwie anders lösen. Zum Beispiel kann ich auch anfangen, mich und alle anderen Jungs und Männer, die Verletzlichkeit zeigen, für Sissies zu halten. Und am besten höre ich direkt ganz auf, dieses verbotene Erleben überhaupt zu haben oder wahrzunehmen, sodass ich Schmerz am Ende in einem anthropomorphisierend interaktionell wahren Sinne des Wortes tatsächlich kaum noch kenne. Gefühle sind von Beginn des Lebens an einfach da und Kinder brauchen eine Begleitung ihrer Gefühle durch Bezugspersonen, um diese einordnen und regulieren zu lernen. Jeder Mensch wird ab und zu invalidiert. Borderliner haben oft aber ein über das normale Maß hinausgehendes, konsistentes Muster starker sich wiederholender Ungültigmachen in ihrer Vergangenheit erlebt. Oft auch massivst invalidierende Erfahrungen, zum Beispiel sexuelle Missbräuche, denen sie schutzlos ausgeliefert waren. Hinzu kommt oft eine genetisch bedingt höhere Sensitivität für emotionale Reize. Manche Menschen sind einfach vom Schicksal sensibler gestrickt, sodass sie Wut entweder gar nicht oder als Ausbruch ausdrücken können, sodass die Anspannung, der innere Druck, ob eines Mischmaschs unverständlicher Gefühle derart überwältigend ist, dass ein Schnitt in den Arm als sinnvolle Abhilfe erscheint. Aufgrund des hohen Stellenwertes tiefgreifender Invalidierungen im Leben von Borderlinern kommt auch der therapeutischen Antwort, der Validierung, eine wichtige Rolle zu. Aber auch außerhalb der dialektisch-behavioralen oder überhaupt der psychotherapeutischen Welt ist Validierung wichtig. Dass wir einander mit unserem individuellen in der Welt sein für gültig halten, ist die Grundlage jeder Beziehung. Wir hören zu, wir machen uns Gedanken übereinander, geben passende Antworten, finden Gemeinsamkeiten. Im Kontakt mit anderen sind verschiedene Menschen unterschiedlich gut darin, sich in bestimmte Erlebniswelten einzufühlen und diese Einfühlung zu vermitteln. Die DBT hält als einen Teil ihrer Technologie der Akzeptanz erlernbar Techniken bereit, wie dieses Einfühlen und Mitteilen abläuft, sodass ich als Therapeut und als Mensch lernen kann, nicht nur dann zu validieren, wenn ich es ohnehin instinktiv tue, sondern auch dann, wenn es außerdem nötig oder hilfreich sein könnte. Diese Techniken sind die sogenannten Validierungsstrategien, von denen es 6 Stück gibt und auf die ich mich in diesem Video durch die vielen Hintergrund- und Kontextinfos zu DBT, Störungsmodell und Alltagsrelevanz die ganze Zeit zuzureden versuche. Hier sind also die 6 Strategien, mit denen wir unseren Mitmenschen das Gefühl von Verstandensein und uns selbst das Gefühl besseren Verstehens schenken können. Die erste Validierungsstrategie heißt aufmerksames Zuhören und meint die vielen kleinen Arten, wie wir Gesprächspartnern vermitteln, dass wir bei ihnen und interessiert sind. Wir stellen Augenkontakt her, wir hören zu, wir nicken oder lächeln an den richtigen Stellen oder streuen intuitiv ein Hm ein, wenn wir merken, dass unser Gegenüber gerade eine kleine Bestätigung braucht, um sich weiter öffnen zu können. Aufmerksames Zuhören mag trivial klingen, aber im Gegenteil zum Beispiel ganz andere nonverbale Reaktionen
Emotionen als erwartet von jemandem zu bekommen oder auszusenden, ist extrem verstörend. Bewusst eingesetzt kann es ein Teil von Bullying sein und es stellt ein großes Problem für und im Umgang mit Autisten dar. Außerdem kann es hohe Kunst sein, auch in kleinen Mimiken und Gesten dabei sein auszudrücken. Die zweite Validierungsstrategie heißt modalitätenkonforme Validierung. Und dabei gibt man das Gesagte so wie ausgedrückt wieder. Wenn zum Beispiel jemand erzählt, gestern im Flugzeug gab es eine Durchsage zu einem Motorschaden und wir sind später abgeflogen, weil das noch repariert werden musste, den ganzen Flug hatte ich ein flaues Gefühl im Magen, dann kann ich sagen, nach dem Motorschaden hatten sie beim Flug ein flaues Gefühl im Magen. Ich validiere also auf dem gleichen Kanal hier zum Beispiel die beschriebene Körperreaktion. Auch bei dieser Papagei-Validierung besteht wieder die Gefahr, sie für blöd zu halten und zu denken, dass es doch eher den Eindruck von verarscht werden vermittelt als Verständnis, wenn jemand nur wiederholt, was ich sage. Das stimmt einerseits und wer nur den Papagei kann, wird nicht besonders weit kommen. Aber Worte sind wichtig und jeder Mensch hat eine eigene Sprache. Das verbale Mitgehen der mentalen Bewegungen stellt Nähe her und gibt dem Sprecher die Sicherheit, in seiner eigenen Ausdrucksweise gehört worden zu sein, ohne dass der Zuhörer viel Eigenes hinzugibt. Als Zuhörer pelle ich mich mit der Papagei-Validierung ganz unmittelbar in die Sprache und Erlebniswelt des Sprechenden hinein. Und je emotionaler besetzt das Thema ist, umso wichtiger wird die Papagei-Validierung. Tatsächlich können hervorragende und tiefgehende Therapiesitzungen zu großen Teilen aus wenig anderem bestehen als aus der V2. Die dritte Validierungsstrategie heißt kreuzmodale Validierung. Anders als bei der modalitätenkonformen Validierung gebe ich hier nicht das Gesagte auf dem gleichen Kanal zurück, sondern ich validiere eine andere Komponente des emotionalen Netzes. Wenn mein Patient mir von seiner flugzeuglichen Magenflauheit erzählt, kann ich zum Beispiel sagen, sie hatten den ganzen Flug über Angst. Oder am liebsten wären sie nach der Durchsage zum Motorschaden aus dem Flugzeug ausgestiegen. Oder sie dachten, der Motor könnte während des Fluges wieder kaputt gehen. Oder sie haben den ganzen Flug über die Ohren gespitzt, um zu hören, falls mit dem Motor etwas nicht stimmt. Hier gehe ich also einen Schritt über das Gesagte hinaus und stelle eine Vermutung darüber an, was in der beschriebenen Situation sonst noch innerlich abgelaufen sein könnte. Dabei hilft die eigene Lebenserfahrung, Wissen über Emotionen oder die berichtete Lebenserfahrung anderer Menschen. Dadurch, dass ich hier, anders als bei der V2, selbst Worte generieren muss, besteht die Kunstfertigkeit darin, für das Gegenüber möglichst passende Worte zu finden. Bei dem einen validiere ich zum Beispiel mit den Worten Angst oder Sorge, bei der anderen mit dem Wort Respekt. Die vierte Validierungsstrategie heißt Validierung in Bezug auf biografische Erfahrungen. Diese Form der Validierung erfordert Vorkenntnisse. Wenn ich diese habe, könnte ich zum Beispiel sagen, Ihre Freundin ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, daher kann ich nachvollziehen, dass Sie da emotional besonders hellhörig sind. Ich ordne das berichtete oder aktuelle Erleben vor dem Hintergrund der besonderen Lebenserfahrungen oder überdauernden Eigenschaften einer Person ein. Ich kann verstehen, dass Sie Rassismus in Deutschland nicht als großes Problem ansehen, denn Sie als Weiße kriegen ihn ja auch kaum mit. Klar empfinden Sie sich oft als Außenseiter, das ist bei Borderlinern ganz normal. Hier findet eine an bestimmte Bedingungen geknüpfte Normalisierung statt. Die Botschaft ist, dein Erleben und Verhalten ist normal, wenn man bedenkt, dass. Da steckt implizit direkt mit drin, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zu denken und zu handeln und in Psychotherapien geht es meist um veränderungswürdige Dinge. Es mag zwar verständlich sein, dass der 16-Jährige nach dem Tod des Vaters angefangen hat, viel zu essen, weil es sonst damals nicht viel zu lachen gab, aber heute könnte der erwachsene Mann vielleicht auch an anderen Sachen Freude finden. Es mag verständlich sein, dass ein 15-jähriges Mädchen mit einem gewalttätigen Mann zusammengezogen ist, um den sexuellen Missbräuchen im Elternhaus zu entkommen, aber heute wären für die erwachsene Frau vielleicht auch andere Lebensformen möglich. Die fünfte Validierungsstrategie heißt Validierung der jeweils aktivierten Schemata. Im Flugzeugbeispiel könnte ich so etwas sagen wie, wenn Sie befürchten, jede Minute abzustürzen, dann ist klar, dass Sie Angst haben. Als validierender Zuhörer stelle ich also einen Zusammenhang des Erlebens mit zugrunde liegenden Annahmen her. Das funktioniert natürlich wie alle Validierungsstrategien genauso bei unproblematischen Themen. Beispiel, wenn du denkst, dass dein Startup super weiterlaufen wird, ist es verständlich, dass du dir keine Sorgen um deine finanzielle Zukunft machst. Die Probleme, wegen derer Menschen in Psychotherapie gehen, sind aber meistens so gestrickt, dass sie zum einen als total belastend und zum anderen als alternativlose, unveränderliche Gesetzmäßigkeiten erlebt werden. Die V5 ist darum wichtig,
für die leidend Berichtende aber auch ein ganz schöner Oschi, weil sie eben mit dem Zaunpfahl winkend das eigene Welt- und Selbstbild in Frage stellt. Wenn jemand ihr gesamtes Sozialleben auf der festen Überzeugung aufgebaut hat, dass es das Allerschlimmste ist, wenn jemand sie nicht mag und darum nie Kritik äußert, dann ist die Konfrontation mit der Möglichkeit, dass diese Überzeugung einfach nicht stimmt, ebenso notwendig wie schwierig. Die sechste Validierungsstrategie heißt normative Validierung. Erich Fromm erzählt die Geschichte von zwei Psychotherapeuten, die nach einem langen Arbeitstag auf dem Weg nach Hause ein Stück zusammen spazieren. Der eine Therapeut sagt, ich bin müde, woraufhin der andere antwortet, ich auch. Die V6 meint genau dieses Mitteilen eines deckungsgleichen Erlebens, in diesem Falle nicht nur allgemeiner Müdigkeit, sondern der besonderen Erschöpfung, wie vielleicht nur ein Tag voller hochaufmerksamer Beschäftigung mit den seelischen Untiefen anderer Menschen sie auslösen kann. Die normative Validierung vermittelt, dass das Erleben des Sprechenden normal ist, dass es den meisten oder sehr vielen Menschen so gehen würde, einigermaßen unabhängig von ihrer biografischen Erfahrung oder einer psychischen Störung. Ich wäre auch sauer, wenn mir jemand in der Bahn seinen Rucksack ins Gesicht rammen würde. Es ist ganz normal, dass sie sich schämen, wenn ihr Chef sie vor dem ganzen Team lobt. Die V6 ist hart beziehungsstiftend, stellt Nähe her. Borderline-Patientinnen leiden oft unter einem ausgeprägten Gefühl ihrer eigenen Absonderlichkeit. Darum ist die V6 in der DBT so wichtig. Als Psychotherapeuten sind wir oft die ersten oder auch die einzigen Menschen, die bestimmte Dinge zu hören bekommen. Darum wirkt unsere Antwort oft nicht nur als die Reaktion eines von vielen Gegenübern, sondern nimmt im Innenleben des Patienten zunächst eher den Stellenwert der Reaktion der Gesellschaft im Allgemeinen ein. Je emotional tiefgehender das Thema, je verletzlicher die Patientin ist, umso prototypisch normativer wirkt die therapeutische Beziehung, also unsere Reaktionen im Kontakt. Und so trivial es sich auf einer rationalen Ebene anhört, zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der etwas denkt oder fühlt, kann ein ungeheures Ausmaß an Orientierung, Sicherheit und Aufgehobensein geben. Das sind also die 6 Validierungsstrategien, ein wichtiger Teil der Technologie der Akzeptanz in der dialektisch-behavioralen Therapie. Die Strategien 1, 2, 3 und 6 sind eher auf der annehmenden Seite der Wippe, V4 und V5 leiten eher veränderungsorientierte Interventionen ein. Wie immer in der DBT gilt es hier, die Strategien auszubalancieren und den Weg der Mitte zu finden. Man ist vielleicht versucht, die DBT-Validierungstaxonomie als nur deskriptiv wertvoll anzusehen, nach dem Motto, okay, da hat Frau Linehan sich schön aufgedröselt, wie einander verstehen funktioniert, aber ich mache das ja sowieso schon, wenn ich mich mit Freundinnen oder Patienten unterhalte. Das stimmt zwar, aber von der Prämisse ausgehend, dass jeder Mensch in seinem oder ihrem Leben oft Interaktionen hat, die auf irgendeine Weise schwierig oder konflikthaft sind, ist die wichtige Facette der Validierungsstrategien formativ. V1 bis V6 geben uns konkrete Anweisungen an die Hand, wie wir als Zuhörende oder Therapeutinnen unser eigenes Verstehen vertiefen können, und das lohnt sich eben oft gerade auch in den Situationen, in denen wir nicht intuitiv validierend locker durch Gespräche flowen, sondern in Situationen, wo es hakt, wo wir uns unwohl, ärgerlich, unverbunden fühlen und intuitiv am liebsten schütteln, ratschlagend einreden oder aufgeben würden.